alle geehrt waren. Hey, für 25 Jahre im Dienst der Blasmusik ist unser Kapellmeister, der Gabriel Leitner. Gabriel Leitner ist 10 Jahre schon Kapellmeister in Reiming und ist auch schon 14 Jahre im Ausschuss tätig. Geehrt ist Boni, unser Haselmann Elmer, Rund für 30 Jahre und der Leitner Alexander auch für 30 Jahre. Ebenfalls für 40 Jahre im Dienst der Blasmusik in Reiming. Sind die Sticker-Zwillinge, Sticker-Kunde und Sticker-Karl geehrt. Ewald, im Namen der Musikkapelle alles, alles Gute. Gell? Wir sind immer wieder froh, wenn man am Neujahrstag zum Ewald da kann, dann kann man ein bisschen Speck essen. Bitte, das ist einmal vielen, vielen Dank. Danke dir, Ewald. Platzkonzert jetzt abläuft, oder? Ja, wer macht die Verpflegung, welche Musikstücke werden gespielt? Also wir haben jetzt seit 2 Jahren die guten Erfahrungen, dass wir uns mit Vereinen aus Reiming zusammentun. Und das glaube ich auch, das kommt bei der Bevölkerung sehr gut an. Zum Beispiel der Grillsportverein übernimmt die ganze Verpflegung
im Essensbereich und die Fußballer von Hamming, dem bilden immer super Teams und machen Design zuständig für die Getränke und so weiter. Und die helfen uns auch, die Tische aufstellen und wieder zusammenräumen. Das ist ein Hauptfaktor, dass der Platz am nächsten Tag wieder sauber ist. Die Leute gehen ja zur Bank, die gehen zum Arzt, dann soll das immer passen. Und die Verantwortung hat natürlich immer die Musikkapelle, das organisiert für uns der Ausschuss und der meiner Wenigkeit. Ja. Wo steht bei der Musikkapelle jetzt als nächstes an? Wir fahren am 15. August, das ist vielleicht ein gutes Ding, dass du jetzt wieder fragst. Wir sind eingeladen worden am 15. August. Da ist ein Tiroler da in Innsbruck für die Verdienten, Ausgezeichneten, was der Landeshauptmann verleiht, am Hohen Frauentag die hohen Auszeichnungen von Tiroler und Südtiroler Ehrengäste. Und das darf mir und die Schützenkompanie aus Heiming gestalten. Vom Moderator gehört haben, feiert 200 Jahre. Also 200 Jahre Musikkapelle Heiming, das ist für uns eine Ehre, da jetzt momentan gerade dabei zu sein dürfen. Und wir würden uns freuen, so viele Leute wie möglich, es kommt eine Postbuchsendung. Wir feiern die 200 Jahre mit Vereinen aus Heiming und gute Bekannte auf diesem Platz am 11. September um 14.30 Uhr. Er beginnt mit einem Sternmarsch mit allen Kapellen, was da mitwirken, die ganzen Kapellen konzertieren. Es gibt ein großer Festakt und ein gemütliches Beisammensein bis ca. 24 Uhr. Ich kann mich nicht kennen.